Die neue Seite von Christian Solmecke ist anscheinend nicht DSGVO-konform. Hallo, ich bin Jens Christ. Und als ich das festgestellt habe, dachte ich, das ist aber schon ein bisschen komisch. Also, das hier ist die neue Seite. Heute habe ich ein Video gesehen hier von Herrn Solmecke, wo er die neue Seite, beziehungsweise, dass sie sich umbenannt haben und so, vorgestellt hat. Und da hat er gesagt, ihr könnt ja mal Feedback geben. Und das gebe ich jetzt mal so. Weil ich dachte, okay, gucke ich mir mal an. Und in dem Video hat er hier auch vorgestellt, irgendwo haben sie dann gezeigt, dass sie sogar ihre YouTube-Videos eingebunden haben. Und da dachte ich, YouTube-Videos, warte mal, ich habe ja gestern erst noch ein Video zu Google Fonts gemacht und da war ja YouTube auch ein Thema, besonders das Einbetten von YouTube-Videos in die eigene Seite. Und da dachte ich, interessant, gucken wir mal, wie DSGVO-konform der Solmecke das gemacht hat. Und ja, die haben es nicht DSGVO-konform gemacht. Denn, also ich rufe jetzt diese Seite auf und gestern haben wir ja schon getestet, Google Fonts ist nicht eingebunden. Soweit alles okay. Wobei indirekt schon, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Aber wenn ich jetzt aufrufe, ich rufe die nur auf, komme das erste Mal drauf, habe noch nichts zugestimmt oder sonst irgendetwas. Trotzdem werden jetzt meine Daten an YouTube weitergegeben. Wieso? Ich habe doch nichts zugestimmt. Wie kann denn das sein? Ganz einfach. Hier unten sind Bilder drin. Und wir können uns auch mal hier angucken, den Code. Und vielmehr können wir auch mal die Netzwerkanfragen uns angucken lassen. Und ich habe hier schon nach Bildern gefiltert. Und die Bilder, die sehe ich jetzt gerade nicht. Wo sind denn jetzt hier die Bilder? Ach. Also, ah, okay. Die werden anscheinend erst geladen, wenn man weiter runter scrollt. Das heißt, wenn man da runter scrollt, werden die geladen, weil jetzt wurden die hier geladen. Also nicht beim direkten Aufruf, es sei denn, die Bilder sind in sichtbaren Bereich und werden dann da geladen. Wenn sie in sichtbaren Bereich kommt, der hat hier noch so ein Skript, der die Bilder erst nachlädt, wenn man da rein scrollt. Aber wenn man da reingescrollt hat, dann kann man hier sehen, image.youtube.com. Das heißt, wenn ich dahin scrolle, wo die Bilder sind, dann werden diese Daten an YouTube übermittelt. Also im oberen Bereich noch nicht. Das heißt, wenn ich die Seite so laden würde, dann würden auch keine Bilder nachgeladen. Dann bekommt YouTube noch nicht so mit. Aber wenn ich hier nichts mache, einfach mal hier so ein bisschen rumscrolle und jetzt sind hier die Bilder drin und dann wird YouTube informiert, dass ich dieses Vorschaubild hiervon und dieses Vorschaubild davon angeguckt habe. Schon irgendwie komisch, ne? Also habe ich doch gar nicht zugestimmt. Was ich hier mit den Cookie-Banner übrigens auch zustimme, ist halt, dass Cookies gesetzt werden dürfen. Ich sage da aber zu nichts, ob meine Daten an YouTube weitergegeben werden dürfen. Muss ich ja gar nicht. Ich kann jetzt mal hier auf Ablehnen klicken. Sollen keine Cookies über mich gesammelt werden, dann werden ja auch weiterhin keine Daten über mich gesammelt. Ja, so. Also, ich habe jetzt mal nicht zugestimmt. Die Bilder habe ich trotzdem schon mal gesehen. Wenn ich jetzt noch nicht runtergescrollt habe, gucke ich einfach mal auf die Seite und ja, dann klicke ich doch auch vielleicht mal hier rein. Und jetzt wird ein YouTube-Video geladen. Das heißt auch erst nach einem Klick, aber ich habe keine Warnung bekommen oder irgendwie was dann halt, ne? Das heißt, jetzt werden auch schon wirklich noch mehr Daten an YouTube übermittelt. Unter anderem, jetzt würde auch Google Fonts eingebunden werden, wozu ich ja gestern ein Video gemacht habe, dass da jetzt eine Abmahnwelle dann da so entgegen ist, weil man halt ohne informiert wird, Daten an Google Fonts weitergibt. Und das hätte ich jetzt mit diesem Klick auch gemacht dann halt. Was die Betreiber von der Webseite hier richtig gemacht haben, ist, wenn man ja jetzt mal hier, also machen wir mal hier untersuchen
Und dann sehen wir hier, wie es eingebunden ist, weil es gibt auch noch eine Möglichkeit, Google-Videos, und das solltest du immer machen, auch wenn du dadurch jetzt nicht, meiner Meinung nach, aber ich bin ja kein Rechtsanwalt oder sonst irgendwie, aber meiner Meinung nach bist du dann trotzdem nicht DSGVO-konform. Aber wenn du das dann so machen würdest, dann wäre schon mal besser, weil YouTube selber bietet hier, wo hatten wir es denn dann da so, ach, machen wir hier mal weg. Wo haben wir das Video? Da ist das Video irgendwie drin. Ist das da versteckt? Ja, hier. Hier sehen wir youtube-nocookie.com. Wenn diese Seite oder sowas eingebunden ist, dann sagt YouTube, dass keine Cookies gesetzt werden. Ob jetzt keine Daten gespeichert werden oder sowas, da bleibt YouTube allerdings ein bisschen intransparent. Ich habe mal hier jetzt auch ein paar Webseiten da ein bisschen gegoogelt, was die dann da so sagen, und dann sagen die jetzt hier, wo das Problem ist bei der Verarbeitung und so. Ich werde die Seiten auch immer unten verlinken, und Herr Solmecke, wenn Sie das jetzt sehen, könnt ihr mal angucken, die Seiten, und sich überlegen, was das rechtlich bedeutet dann halt so. Ob das jetzt ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung ist, die Sie da mit Ihrer Webseite betreiben oder nicht. Es gibt dazu noch kein Urteil, habe ich jedenfalls noch nicht gehört. Vielleicht wissen Sie ja da mehr. Insofern könnte man sagen, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber eigentlich darf man das nicht so einfach weitergeben. Ist ein schwieriges Thema. Ich finde auch, dass die Gesetzgebung da irgendwie ziemlich einen Blödsinn gemacht hat. Total nicht anwenderfreundlich oder sonst irgendetwas, aber es ist nun mal die Gesetzgebung. Und auf dieser Seite wird es eigentlich relativ schön erklärt, und hier kommen sie zum Fazit. Ein komplettes datenschutzsicheres Einbetten von YouTube-Videos ist leider nicht möglich. Wobei ich zeige auch nochmal gleich eine Möglichkeit, wie das ist. Die Zwei-Klick-Lösung, ja, das ist die, die meiner Meinung nach schon datenschutzkonform möglich wäre, dann halt, ne? Das heißt, bevor du irgendetwas an YouTube senden würdest, würdest du erst bestätigen müssen, dass du irgendetwas an YouTube senden, oder dass die Seite irgendetwas an YouTube senden darf. Das wäre möglich. Also, wenn Herr Solmecke das machen wollte, dann hätte er jetzt hier in seiner Webseite erstmal nicht die Bilder von YouTube einbinden müssen, sondern seine eigenen Bilder. Er hat ja die Rechte an den Bildern, weil er hat ja die selber gestellt. Bei fremden YouTube-Videos wäre es ein bisschen schwieriger, die dann da auf seinen eigenen Server zu legen. Aber Herr Solmecke hat ja die Rechte an diesem Bild. Könnte er eigentlich auf seinen eigenen Server draufpacken, und so würde auch beim Laden jetzt nichts kommen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hier laden würde und die Bilder werden jetzt lokal gespeichert, das was bei Google Fonts dann genau das Thema ist, könnte er Solmecke auch mit seinen Bildern machen, dann würden die Daten erst geladen werden, wenn man hier draufklickt. Und ja, jetzt ist die Frage, ist dieses hier ein E-Frame oder nicht? Also E-Frame, ist das sowas wie ein Link? Und jetzt könnte man fragen, ist es nicht einfach so eine Verlinkung zu einem YouTube-Video? Aber rechtlich gesehen, unsere Richter werden wahrscheinlich sagen, nee, selbst wenn ein E-Frame in die Seite eingebunden wird, ist es trotzdem nicht sowas wie ein Link. Wobei, technisch gesehen, ist es eigentlich so gut wie, es ist sowas wie ein Link. Also man darf ja auch auf YouTube verlinken, ohne dass man dann da so, ne? Ich könnte ja jetzt hier diese Bilder direkt auf YouTube verlinken. Das wäre total DSGVO-konform. Also ich nehme hier ein Bild, lade es auf meinen Server, wenn ich die Rechte dazu habe. Und dann verweise ich auf YouTube. Das wäre die Geschichte, die am ehesten DSGVO-konform ist. Weil dann verlinkst du einfach auf YouTube, und verlinken ist bis jetzt noch nicht verboten. Es sei denn, du weißt, dass da strafrechtliche Sachen dann da so sind, dann darfst du es nicht verlinken, aber die Videos von Herrn Solmecke sind natürlich jetzt nicht strafrechtlich relevant oder sowas dann halt, ne? Das ist so die Geschichte, die mir bei der Website von Herrn Solmecke so ein bisschen aufgefallen ist. Und finde ich durchaus sehr kritisch für
jemanden, der gerade bei Google Fonts dann da so ein Musterschreiben aufsetzt und das dann da macht. Und ja, ist die Frage, ob man das nicht hätte anders regeln können. Also zumindest, was sie machen hätten sollen, eigene Bilder auf den eigenen selber hosten. Ist mehr Aufwand, aber können sie machen. Sie haben ja die Rechte an die Bilder, also sie haben ja eine Lizenz für die Bilder. Und wenn man dann da draufklicken würde, vielleicht so eine Anfrage, so nach Motto, wir wollen jetzt ein YouTube-Video abspielen und dann werden Daten an YouTube übermittelt, dürfen wir das tun? Ich glaube, das wäre auch noch DSGVO-konform, wenn man das so machen würde. Ich bin aber jetzt kein Rechtsanwalt oder sonst irgendwie. Ich weiß nur, dass das, wie das jetzt hier ist, eigentlich nicht DSGVO-konform ist. Also diese Seite habe ich ja hier schon vorgestellt. Dann gibt es jetzt hier noch eine Seite, die das so ein bisschen erklärt. Es ist auch ein bisschen eine Grauzone. Hier hätten wir eine Seite, die das auch ein bisschen erklärt. Und alle Seiten, die sagen hier zum Beispiel ein WordPress-Plugin. Das haben wir hier gefunden. Das haben wir auch hier, glaube ich, irgendwo. Hier haben wir es gefunden. Also es gibt für WordPress ein WordPress-Plugin, was relativ gut eigentlich ist. Also hier, wie das eingebunden werden kann. Hier habe ich nochmal eine Seite gefunden, wo das Thema beleuchtet wird. Und hier habe ich eine Seite gefunden. Da können wir mal sehen, wie die das dann da so machen, wo hier das Plugin genutzt wird. Wobei das Video, also das Bild, was du jetzt hier siehst, das ist jetzt kein YouTube-Video. Kannst du jetzt hier auch sehen, es ist auch kein Einbettungscode. Es kommt jetzt hier so ein Bild-Link quasi, also es wird jetzt hier ein Bild geladen. Das Bild ist jetzt auch nicht von der Webseite, das ist von einer anderen Seite, die wahrscheinlich nichts mit YouTube zu tun hat. Aber man könnte auch bei den Plugins die Bilder auf den eigenen Server hosten oder sowas. Habe ich gelesen, ich habe das Plugin noch nicht ausprobiert. So, deswegen wird jetzt hier, wenn ich die Seite jetzt lade, noch nichts an Google übermittelt. Und wenn ich jetzt draufklicke, dann wird der Player geladen. Dann halt, ne? Also er startet sofort. Man hat jetzt keinen Unterschied irgendwie von der Benutzung. Das ist jetzt irgendwie nicht so toll wäre dann halt, ne? Wobei, ob das jetzt so DSGVO-konform ist, dass das Video sofort startet, vielleicht hätte auch erst eine Abfrage kommen müssen, darf ich die Daten an den Google übermitteln. Aber so hätte man es machen können. Wäre auf jeden Fall mehr DSGVO-konform gewesen als das, was dann Herr Solmecke hier gemacht hat. Ich finde es kritisch. Ihr könnt ja mal eure Meinung dann dazu schreiben. Und Herr Solmecke, machen Sie doch mal ein Video dazu, wie man gescheit YouTube-Videos in die Seite einbindet. Wo muss man da rechtlich drauf achten? Das wäre doch mal interessant, wenn Sie dazu mal ein Video machen. Ja. Ich wünsche euch jetzt noch Gottes Segen und ihr könnt ja mal gerne schreiben, wie ihr das findet. Vielleicht mache ich auch noch mal ein Video, wo ich genauer drauf eingehe, wie man ein YouTube-Video DSGVO-konform einbindet. Wobei ich eigentlich finde, dass die Rechtsprechung oder dass die Gerichte oder dass die Gesetzestexte meistens totaler Blödsinn sind, auch mit Cookie-Bot und ach, irgendwie sowas dann halt, ne? Also mit der Cookie-Geschichte dann halt so. Das ist alles irgendetwas, was wo Leute, die von irgendeiner Materie keine Ahnung haben, irgendwelche Gesetzestexte aufschreiben, meiner Meinung nach dann halt, ne? Aber ja. Ich wünsche euch jetzt noch Gottes Segen und ihr könnt ja mal versuchen, eure Seite mehr DSGVO-konform zu machen als die von Herrn Solmecke. Unseren Kunden empfehlen wir zum Beispiel nicht YouTube direkt
einzubauen, also, sondern auf YouTube zu verlinken. Das empfehlen wir unseren Kunden. Ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig schön. Naja. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal positives Feedback da und ja, abonniert diesen Kanal, wenn ihr solche Videos noch mehr haben wollt. Schreibt das, wenn ihr solche Videos noch mehr haben wollt. Vielleicht machen wir es noch öfters dann, also, dass wir uns irgendwelche Sachen angucken und mal darüber sprechen.